Was geht, meine Freunde? Eulet Rabbit ist hier wieder am Start. Ich nehme ja noch ein bisschen im Voraus auf. Wie ihr an den anderen Folgen gesehen habt, die letzten drei Folgen. Ich habe vergessen, mein Mikro einzuschalten. Und die Folgen waren richtig gut. Richtig gut. Ich habe ja manchmal so meine Macken, dass ich einfach nichts mehr sage. Und erst im Nachhinein dann wieder anfange zu reden und sowas. Das habe ich in diesen Folgen richtig gut hingekriegt, dass ich das verhindert habe. Und diese drei Folgen sind einfach quasi futsch. Also ihr habt zwar Ingame-Sound, ihr seht das Spiel und so, aber ihr habt halt keinen Ton. Ich werde die Folgen leider so hochladen müssen, da ich es aufgrund der Zeit nicht mehr schaffe, bis zum 28. die nachzusynchronisieren. Zumal das Nachsynchronisieren scheiße ist auf PlayStation. Und anders kann ich es nicht machen. Das heißt, ich werde sie so hochladen müssen. Es tut mir leid. Ja, ich kann es jetzt leider nicht ändern. Ich mache euch dafür hierfür eine 1-Stunden-Folge. Das heißt, ich werde jetzt die Folge eine Stunde machen. Und ja, ich hoffe, das entschädigt das alles ein wenig. Es tut mir leid. Ich ärgere mich da gerade selber extrem drüber. Aber ich kann es jetzt nicht mehr ändern, da ich am 28.06., wie ich schon vorher erwähnt hatte, in den Folgen eigentlich ins Krankenhaus gehe und aus zeitlichen Gründen das nicht mehr schaffe, es nachzusynchronisieren. Tut mir leid, aber ich brauche halt Videomaterial, weil ich es ganz gerne hochladen möchte, damit der nicht komplett leer ausgeht. Ja, und wir spielen jetzt weiter. In der Gegenwart. Nee, in der... Oh, hatte ich vorhin auch schon. Willst du dir die Überraschung schon verderben? Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit. In der Vergangenheit. Ein Dinosaurier? Hör auf zu raten, ich sag's dir nicht. Okay, ist es ein Elefant? Ist es ein Cabrio? Kommst eh nicht drauf. Ist es ein Welpe? Ist es ein Haufen Kätzchen? Du meinst einen Wurf. Was ist ein Wurf? Ein Haufen Kätzchen. Das ist doch aber 3 Jahre zuvor nicht. Ich sehe dafür viel zu jung aus. Sei vorsichtig. Alles gut. Ups. Ah! Bist du verrückt geworden? Du solltest mal dein Gesicht sehen. Ich hätte ertrinken können. Du ertrinkst schon nicht. Ach, er hat dir Schwimm beigebracht. Selbstbewusstsein, Kleine. Ja, lach nur, alter Mann. Lass schon sehen. Hier geht's lang. Du bist mies. Du schwimmst schon besser. Aber denk dran, nicht rumfuchteln. Das Wasser mit dem ganzen Arm wegdrücken. Bla, bla, bla. Gut zu wissen, dass du mir zuhörst. Ellie, komm her, sieh dir das an. Siehst du, da drüben, schau. Ja, ich sehe es. Ja? Sieht aus wie... Und wie ist das? Erfrischend. Ja, ist nicht so schön reingeworfen zu werden, was? Tja, eigentlich müssen wir sowieso hier durchschwimmen. Schon verstanden. Du bist sehr wütend. Ich bin wirklich sehr wütend. Jetzt komm. Ja, aber meine Freunde, jetzt habe ich jetzt zum Glück das Mikro an. Deswegen, ey, spring, jump doch da rein. Du musst hier drunter durchtauchen. Hol ganz tief Luft. Ja, ich kann das. Ärgerlich. Ungelogen, es regt mich immer noch so auf. Ist es mein Geschichtslehrer aus der 6. Klasse, der sich entschuldigen will, weil er immer so fies war?
Wie bitte? Meine Freundin und ich haben immer gemeckert, wenn er die Firefly Terroristen nannte. Wir mussten oft nachsitzen. Du darfst dich wirklich nicht immer so leicht ärgern lassen. Ist schwer, wenn jemand so fies ist. Trotzdem. Und wieder ein Tauchgang. Wo bringst du mich hin? So, darunter durch. Ist das ein neues Paar Turnschuhe? Wie viele hast du eigentlich davon? Nicht genug. Hier. Dankeschön. Scheiße, genug geraten. Oh, gut. Aber ist es eine riesige Comic-Sammlung? Nein, warte. Ein neues DVD-Set? Ja. Welches denn? Bloß ja. Vielleicht Laserdiscs. Die sollen mega sein. Hä? Okay. Ein Museum. Ach du Scheiße, Joe. Da wären wir. Oh mein Gott, es ist ein Dinosaurier. Das ist er. Joe! Überraschung. Ach du Scheiße. Es ist ein gottverdammter Dinosaurier. Ein Museum. Raptoren sind da. Ja, meine Freunde Ark spielen und dann weiß man einiges über Dinosaurier. Hallo, tut mir leid, die Dinosaurier sind beschäftigt. Was machst du da? Oh, Moment. Ein Dinosaurier ist hier. Joel ist für dich. Sehr witzig. Es ist auch witzig. Kapiert? Du bist alt. Oh, schon klar. Okay. Voll cool. Mikroraptoren! Compsognathus. Großer Name für die Zwerge. Ach Moment, dann kann ich das doch da auch machen, oder? Wow, hat der aber Krallen. Das ist ein Velociraptor. Velociraptor. Eigentlich ist es ein... Ein Raptor. Deinonychus. Das sind ganz bestimmt Velociraptoren. Ja, zumindest hießen die so in diesem Film damals. Giants of the Past. Oder? Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht. Englisch Pro, meine Freunde, ihr wisst ja. Stegosaurus. Wow, das Hirn von dem hier war so groß wie eine Walnuss. Das gibt's ja nicht. Da habt ihr beide ja etwas gemeinsam. Nicht schlecht.
Triceratops heißt Dreihorngesicht. Mit dem Horn solltest du dich lieber nicht anlegen. Nee, die könnten wir tun. Langhälse. Triceratops. Wenigstens einer, den ich kenne. Das Dimetrodon war ein Spitzenprädator. Was ist ein Spitzenprädator? Der allerkrasseste Prädator. Dafür ist er aber klein. Warte, meinst du etwa mich? Gallimimus bedeutet Hühnernachahmer. Wer denkt sich das aus? Wissenschaftler. Tja, die sind echt doof. Langhälse. Brachiosaurus frisst täglich knapp 300 Kilo Pflanzen. Muss der gepupst haben? Das war diese Szene, wo einer der Männer sagte, was für ein Scheißhaufen. Wie heißt der Film und wann können wir ihn ansehen? Ich sag dir was, wenn wir wieder in Jackson sind. Filmabend. Voll cool. Da merkt man richtig, dass es trotzdem noch Zeiten gab, wo sie richtig Spaß mit Joel hatte, ne? Okay, diese Fußstapfen können wir nicht analysieren. Kann man die analysieren? Ne. Guck ihn mal, aber. Wie dick sein Schädel ist. Sieht irgendwie aus wie Tommy. Das werde ich ihm erzählen. Bitte nicht. Im richtigen Licht betrachtet, Peng, Tommy. Wow, der sieht wie ein Vogel aus. In der Tat glaubten Paläontologen, dass Vögel von den Dinosauriern abstammten. Tja, Verzeihung, Herr Professor. Ich weiß auch das ein oder andere. Aus Filmen. Geh weiter. Ja, hierzu gibt es jetzt nicht allzu viel zu sagen, da gerade die Story ihren Lauf einfach hat. Da liegt was. Deswegen möchte ich da jetzt nicht so großartig reinreden. Tada. Schick. Warst du oft im Museum? Ja. Ja, Sarah liebt Museen. Das Mädchen hat mich in jedes verdammte Museum von Texas geschleift. Hast du das etwa gewusst? Es gefällt dir nicht. Wir können auch wieder gehen. Oh, sei bloß still. Das ist cool, ey. Hey, Joel, kannst du alle Planeten aufzählen? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Hallo? Alles klar bei dir? Nein, Merkur, Vater, Venus, erklärt, Erde... Oh, okay. Verstehe. Das ist echt cool. Hier ist der Mond. Wie oft wir auf den Mond waren? Zweimal. Sechsmal. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Mit mir wären sieben. Die Raketen. Da kann man auch noch was gucken. Rate mal, welches dir als erstes im Weltraum war. Ich brauche nicht zu raten. Es war ein Affe. Nein, Fruchtfliegen. Ja, 1947. Um die Strahleneinwirkung in großer Höhe zu testen. Sie haben es überlebt. Alle Achtung, du bist echt schlau. Sie haben es überlebt. Sind sie zu Superfliegen mutiert? Was? Nein. Stimmt das wirklich? Ich hab
Keine Ahnung, ob das stimmt tatsächlich. Wow, Hammer. Wo ist das Lenkrad? Mondfahrzeuge haben keins. Sie haben Joysticks. Ha. Moment. Ist das der echte? Da die echten auf dem Mond geblieben sind, eher nicht. Hm. Wow. Ah ja, moin. Nicht so schnell, junge Dame. Wenn du ins Weltall willst, brauchst du einen Helm. Oh, klar. Wie dumm von mir. Können wir jetzt einen aussuchen? Tatsächlich. Den haben. Okay, die oben drauf kann ich nicht nehmen, wa? Ne. Okay. Dann nehmen wir den da. So cool. Wie riecht's da drin? Nach Weltall. Nach Weltall. Nach dir. Vorsicht. Wow. Ach ja, moin, die liegen da drin. Okay. Wow. Wow. Das sind eine Menge Knöpfe. Echt abgefahren. Mann. Kannst du dir das vorstellen? Happy Birthday, Kleiner. Was ist das? Das ist etwas, das richtig schwer zu finden war. Hier. Ach, die hat Geburtstag. Die Augen. Du wirst es mögen. Okay. Alter, mein Controller ist richtig am Eskalieren. Okay. Voll cool. Gern geschehen. Na, was meinst du?
wir uns noch ein bisschen um. Ja, okay. Ja. Voll cool. Da merkt man richtig, dass Ellie da noch ein schönes Leben hatte. Jetzt ist Joel nicht mehr da. Eines Tages. Voll cool. Da geht mir richtig das Herz bei auf. Sehr schön. Da vorne ist noch mehr Museumszeug. In dem Gebäude war ich noch nie. Dann los! Und wie genau willst du da hinkommen? No! Ellen? Oh Gott! Warum musst du immer auf mir rumhacken? Komm hier runter! Nein! Hey, wer hat heute Geburtstag? Hör endlich auf damit! Na, dann spring doch mal rein! Wir müssen noch mehr erkunden! Geronimo! Geronimo! Toll. Ich glaube, man hätte auch runterlaufen können. Egal. Nicht. Ich mach die Tür für dich auf. Komm, sei kein Spielverderber. Danke, Chenjo. Okay. So soll's sein. Doch. Okay, schlechte Neuigkeiten. Irgendein Mist blockiert die Tür. Dann sieh mal nach, ob ich anderswo rein kann. Ich gehe außen rum. Okay, sei vorsichtig. Und du auch. Hier gibt's Dinosaurier. Naturkundezentrum. Hier gibt's Dinosaurier. Naturkundezentrum, die Tierwelt Nordamerikas. I killed for them. Oh nein, hier passiert auch gleich wieder irgendwas. Oh, alles Gute, Kumpel. Ich habe für sie getötet. Er brauchte eine Umarmung. Es ist dunkel hier. Die vier Soldaten am Tor, der letzte hat geweint. Scheiße. Die Frau, die wir gefoltert haben. Oh ja, moin.
Und jetzt geht mein Licht aus. Ihr könnt mich mal. Komm raus, Arschloch. Ja, ich habe immer noch keinen Move-Controller. Es tut mir leid. Die versprengten. Okay. Steht auch noch was. Oh, ich will. Ich hab da echt keinen Bock drauf. Es gibt kein Licht. Da war die Kindheit auch schon wieder vorbei. Ich mache jetzt weiter. Und ich mache jetzt weiter. Dämliche Fake-Viecher. Oh shit! Ich bin hier! Oh, Alter! Was war das denn? Nur irgendein Tier. Fireflies. Gut, wir sollten weiter. Ich will ein Feuer machen, bevor es zu dunkel wird. Na komm. Ey, Mann, ey, warum muss ich denn jetzt jede Folge mittlerweile erschrocken werden? Das war auch in den anderen Folgen so. Also ungelungen, wie gesagt, die Folgen, die waren Bombe. Seattle, Tag 2. Zum Funkgerät. Sie ist nicht da. Oh, bitte nicht. Hey. Na, wie scharf findest du mich gerade? Ziemlich scharf. Was hast du gemacht? Die ist bestimmt infiziert. Die Verbindung war lose. Die Antenne. Sie haben die Schule gesehen. Gut. Dieser Kerl, Owen. Er wird vermisst.
Vielleicht hat Tommy ihn erwischt. Vielleicht. Was ist mit ihr? Bis jetzt nichts. Einheit Romeo, komm zu Standort 2. Wiederhole, bitte zu Standort 2 kommen. Dieser TV-Sender hier, das ist die 6. Die Zahlen stimmen für Orte, hat sie gesagt. Aus der 2 kommt eine Menge Lärm, also ist das wohl ihr Hauptquartier. Die wird gebissen. Das hilft. Hör mal. Die wird auch richtig blass, 100 Pro. Letzte Nacht, das. Das war dumm. Oder? Ich weiß es nicht. Verluste gemeldet in Kürzling. Alle verfügbaren Einheiten melden. Over. Hier Standort 13. Einheit Lima in der Nähe. Wie viele Stars habt ihr? Over. Negativ. Keine Stars. Männliche Eindringlinge. Männlicher Eindringling? Tommy, wo ist die 14? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, dann rate. Also, wenn das die 7 ist und hier drüben die 12, dann müsste es irgendwo hier sein. Hellcrest. Okay. Die sieht nicht gut aus. Dina? Die wurde gebissen, 100 Pro. Nicht gut. Hey. Ich übernehme das. Du überwachst sie, okay? Ja, okay. Warte. Gib her. Als Glücksbringer. Ich glaube nicht an Glück. Ich schon. Ich glaube, also, ja, ich weiß nicht. Ich kann das jetzt immer und immer wieder sagen, aber wie gesagt, ihr kennt meine Vermutung. Ich befürchte, dass die gebissen wurde. Okay, Hellcrest. Bin ich ja richtig? Definitiv richtig. Ja. Das muss Tommy sein. Scheiße. Okay, Messer brauche ich keine mehr. Ist voll. Hier brauche ich auch nichts. Wir gehen jetzt einen Schnelldurchlauf durch, ja? Machen das so zügig. Okay, brauche ich alles nicht. Gut. Und zurück. Ganz schön viele Läden hier. Ah ja, gut, liegt vermutlich auch daran, weil es eigentlich halt eine Stadt ist, ne? Okay, da geht's runter. Ich weiß nicht, ob ich da schon runter will. Ich gehe erstmal in den anderen Laden hier. Okay. Der hat irgendwie mal so gar nichts. Hier geht's rein. Achso.
Gut, dann gehen wir da mal unten rein. Eine Tür aufmachen. Da brauchen wir nicht. Das sammeln wir alles ein. Das ist nicht schlecht. Alles Gute zum Geburtstag, Papa. Du bist der Beste. Klickerkiller. Eine ganze Quarantänezone. Ja, moin. Okay, Bogenschütze. Der hat dafür so eine Auszeichnung. Das heißt, der wird auf jeden Fall extrem gut mit dem Bogen umgehen können. Kurz gucken, was man an Punkte hat, wegen Verbessern. Na, 81, ne, die sparen wir noch. Und wieder hoch. So. Dann wollen wir mal. Wie komme ich da hoch? Scheiße. Ach du Arzt. Eieieiei. Das kann noch was werden. Für euch zum Lesen. Ich mache jetzt weiter. Ich mache jetzt weiter. Okay, da geht's schon weiter, aber das will ich noch nicht. Ich will erstmal nochmal gucken, was es hier so gibt. Weil hier auch noch ein Weg ist. Der wird ja nicht umsonst da sein. Siehste? Okay. Da brauche ich nicht. Noch mehr Tabletten. Das ist auch gut. Das nehmen wir auch mit. Nochmal Tabletten. Ah, siehste? Ah, und ein Zettel. Für euch zum Lesen. Ich mache jetzt weiter. Und ich mache jetzt weiter. Obwohl, kam ich in den Laden da auch noch rein? Kam ich tatsächlich. Nee, das nicht. Wie kommt man da jetzt rein? Mhm.
de VLF. Ja, ne, um den einen Raum, da mache ich mir jetzt keinen Kopf zu brechen, das ist mir zu stressig. Man muss niesen. Ja, oh. Ja, moin. Da hat sich direkt das Mikro wegbewegt von meinem Mund. Oh, Scheiße. Wäre ein echt irrer Zufall, wenn nicht. Ich hasse diese kleinen Gruppen. Große Gruppen kämpfen. Diese Einzelgänger verstecken sich nur. Verstanden. Finden wir ihn. Da! Schnapp sie dir, Mädchen! Oh, fuck. Na los! Kapiert! Verdammte Scheiße! Da ist noch ein Hund. Halt sie auf! Digga, ich bin fast tot. Scheiße. Aua, voll ins Gesicht gebissen. So, da hast du jetzt erstmal die Schrauben und aus. Liebst du was, Mädchen? Als ob ich den Hund nicht einfach abstechen kann. Meine Fresse. Hey, in dem Gebäude! Kommt direkt der nächste angesprintet. Was, Junge? Oh shit. Einfach leise sein.
Scheiße, ey. Sie sitzt fest! Hab dich. Ich hab dich hier drin! Oh ja, moin. Alter, wie viele Hunde sind denn das? Finde ich auf jeden Fall schon mal gut, dass der Hund keinen Alarm schlägt. Damit beim Hund dann auch direkt die Lichter aus sind. Also es sind mindestens noch drei, so wie ich das jetzt gesehen habe, und ein Hund. Obwohl bei der Knarre ist der Schallempfänger jetzt eh kaputt. Na komm, labern wir mal schnell nach. Holy shit! Der Schuss war knapp, Alter. Erstmal heilen. Irgendwo ist hier noch jemand. Ich weiß noch nicht wo. Er sieht mich auf jeden Fall.
Scheiße. Ich hätte das ja echt gerne sneaky gemacht, ne? Aber das war halt einfach echt nicht drin gerade. Vor allen Dingen die Hunde sind ja mal absolut scheißend schwer zu besiegen. Erstmal nachladen, alle Waffen jetzt. Bäh. Oh, 5 Schuss, nice. Wo ist der Macker? Oh, mein Ohr juckt. Oh, jetzt geht er da hoch. Nee, mich sieht er nicht. So, Feierabend hier. Okay. Warum kann ich das dann aber für die Munition nicht mitnehmen? Tja, also Medikit werde ich mir jetzt auf jeden Fall nochmal geben. Ich werde danach noch eins herstellen. Das lief jetzt echt nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte, echt. Ist jetzt ein bisschen belastend. Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass das mit den Schaltern auf jeden Fall funktioniert. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja, wow. Das ist nur ein Durchgang, hier ist gar nichts. Ernsthaft? Ja, da war ich drin, da war ich drin. Da war ich noch nicht drin. Oh, das sieht auch noch aus wie so ein... Ah, gut. Dekohaus. Gut. Achso. Komm. Achso, ne, das war Blech. Das war Blech. Junge.
bin ja echt mal gespannt, ob wir Jimmy finden. Und vor allem, ob wir den Leben finden. Das ist die nächste Frage. Okay. Da kommen wir nicht hoch, aber da müssen wir lang. Da ist der Eingang. Oder kann man hier so eine Tonne schieben? Nee. Ah, hier. Sehr schön. Hat das wer gehört? Ich schieb dich hin. So. Hat geklappt. Sehr schön. Da ist ein Zettel wieder. Für euch zum Lesen. Von Boris, Junge. Ich mache jetzt weiter. Und ich mache jetzt weiter. Da ist eine Werkbank. Da ist noch so eine Karte. So. Genau, bei den Revolver war das die Ladegeschwindigkeit, meine ich, die wir machen wollten. Feuerrate. Da. Sehr schön. Ja, das war's im Prinzip an Verbesserungen erstmal. Stell mal erstmal einen Schalldämpfer wieder her. Okay. Momentan ist hier alles friedlich. Aber wir wissen, wie schnell sich das ändern kann. Das ist jetzt echt scheiße, ne? Ich habe kaum noch Munition. Okay, da gehen wir jetzt noch nicht runter. Holt mich doch, ihr Wichser. Ah ja.